Ja. Okay, wir sind hier auf dem EduCamp 2014 in Frankfurt. Hier neben mir steht Paul Joachim Wege auf Twitter @steinsfreiherr, der das Ganze hier organisiert hat. Wie aufwendig ist es, das Barcamp zu organisieren? Sehr aufwendig, also viel aufwendiger, als ich erst gedacht hatte. Vor allem ist viel Rennerei, das Sponsorenthema zu lösen und allen gerecht zu werden. Viel Rennerei, das Essensthema zu lösen und allen gerecht zu werden. Aber es scheint zu funktionieren. Es funktioniert wunderbar, muss man ganz deutlich sagen. Super organisiert, top organisiert, tolles Essen, gute Organisation. Ja, wie sieht es mit dem Geld aus? Wo kommt das her oder wie kriegt man Sponsoren? Ja, anrufen, anfragen sozusagen. Wir haben gar nicht so viel Geld gebraucht. Wir haben das Land Hessen dazu bekommen, einen großen Geldbetrag zu übernehmen. Und der ganze Rest sind Sachspenden. Das heißt Internetzugang kostenlos, WLAN kostenlos, Backprodukte kostenlos. Was haben wir noch? Müsli zum Frühstück kostenlos. Ja, also viel Überzeugungsarbeit, langes Reden, aber eigentlich waren alle ganz schnell bereit, als sie verstanden haben, um was es geht. Bisschen was für die Bildung tun, für neue Bildung, moderne Bildung und dann war das kein Problem. Okay, wie nimmst du die Stimmung wahr jetzt, erster Tag? Gut, ist ja schon der zweite eigentlich. Der erste, eineinhalbste Tag sozusagen und auch gestern schon gesehen, also es haben viele geschrieben, sie sind total zufrieden, weil was bei rausgekommen ist. Wir haben gestern tatsächlich Dinge produziert, Ergebnisse dokumentiert, was nicht immer auf dem EduCamp so ist. Und auch heute, muss ich sagen, habe ich den Eindruck, die Leute sind total begeistert, weil halt was passiert und weil es vorangeht und weil in den Gruppen toll gearbeitet wird einfach. Ja. Wo findet man die ganze Dokumentation? Die Dokumentation findet man unter ecfra14.de. Da gibt es einen Knopf, der heißt Sessions. Und da sind sämtliche Sessions zu finden. Und auf jede Session kann man draufdrücken. Dann kriegt man so ein bisschen Inhalt von der Session. Und da, wo Etherpad steht auf dieser Anzeige, da findet man dann sozusagen die Protokolle aus der Sessions, die bestimmt alle ganz ordentlich angelegt haben. Ja. Und es ist so, dass die Organisatoren in der Regel nicht zum Essen kommen. Deswegen würde ich sagen, weil gerade Mittagspause ist, lassen wir dich in Ruhe und du kannst dir eine Suppe holen, oder? Es wurden 180 Teller Suppe gekocht. Ich glaube, einer bleibt für mich übrig. Guten Appetit. Danke dir.